Tunnelsänger. Wir freuen uns außerordentlich, dass Sie für ein Gespräch mit uns über die katastrophale Fahrplanänderung des RE3 im Jahr 2014 für Wiesenthal bereit sind. Ja. Schönen guten Tag, Frau. Schönen guten Tag, Frau Luise. Ja, ich bin immer gerne vor Ort und spreche auch immer gerne mit den Menschen vor Ort. Ich bin ja auch ein Bahnfahrer. Ja, und vielleicht komme ich ja mal auch nach Wiesenthal, aber da kommt man ja abends nicht wieder nach Berlin, oder? Die Fahrplanänderung für Wiesenthal, ja. Na, das soll sich ja jetzt mit dem neuen Fahrplan verbessern, oder? Völlig richtig, Herr Minister. Die Situation soll sich verbessern. Und das wollten wir auch nachfragen. Für wen soll sich denn da was verbessern? Wo, wer, für welche Menschen verbessert sich die Situation? Für die vielen Wiesenthaler verschlechtert sich doch die Situation. Wir sind hier die einzige Stadt zwischen Stralsund und Berlin, in der RE3 nicht hält. Übrigens, Wiesenthaler hat 5500 Einwohner und so mancher würde engere Freundschaften mit der Bahn knüpfen. Ja, liebe Frau Luise, übrigens, Wiesenthal hat, das ist nicht korrekt, Wiesenthal hat 5525 Einwohner. Also so viel zählt Wiesenthal, aber wenn Wiesenthal, sind das nicht die netten Leute mit den Konzerten, die mit den netten Pfeifkonzerten? Ja, Herr Minister, hier in Wiesenthal gibt es auch sonst viele nette Konzerte. Nur, wenn Sie die besuchen würden, da würden Sie ja abends mit dem Zug nicht mehr nach Hause. Aber auch morgens gibt es Probleme mit dem Zug. Der einzige RE, der hier noch hält, ist der um 6 Uhr. Und dieser Halt soll wegfallen. Mit dem Zug ist man in 27 Minuten am Hauptbahnhof. Künftig bräuchte man 47 Minuten, also fast doppelt so lange. Ach, davon weiß ich gar nichts. Da wäre ich auch der Erste, der... aber gut, also ich will Ihnen nichts versprechen. Wir werden das weiter im Ministerium im Auge behalten. Ach Mann, also... Ja, auch, wissen Sie, wir haben derzeit auch viel Stress wegen des Fluglärms, wissen Sie. Der Flugplatz, ja. Aber wegen der Fahrplanänderung des RE. Also ich kümmere mich nochmal darum. Aber nicht, dass ich Ihnen was verspreche. Ne? Fragen Sie ruhig nochmal nach. Das machen wir doch gerne. Dann sagen wir schon mal bis demnächst, Herr Minister. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne immer wieder, Frau Luise. Und immer wieder so. Jetzt muss ich aber wieder an die Arbeit. Sie wissen ja, der Flugplatz, die Radwege, die Bürger. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.